Bilder aus fast 700 Meter Tiefe. In der Gold- und Kupfermine San José sind die eingeschlossenen Kumpel dankbar für jede Aufgabe, wie die Bergung eines fehlerhaften Bohrkopfes. Nach mehr als 7 Wochen unter Tage wird die nervliche Belastung immer größer. Am Bergungsort ist mittlerweile der 1. von 3 Metallkäfigen eingetroffen. Mit ihm sollen die Bergleute gerettet werden. Die Kapsel wiegt 460 Kilogramm und hat eine Höhe von 1,90 Meter. Verwandte der Verschütteten testen die mit 53 cm Durchmesser erstaunlich große Bewegungsfreiheit am eigenen Körper. Name des Rettungssystems? Phoenix. Ich habe mir vorgestellt, ich wäre mein Bruder, der gerade heraufgezogen wird. Ich bin total aufgeregt. 15 bis 20 Minuten wird die Auffahrt der Kumpel in die Freiheit dauern. Der Käfig ist ausgestattet mit Sauerstoff, einer Kommunikationsvorrichtung und einem System, mit dem man notfalls einen Arbeiter auch wieder befreien kann. Die Kapsel lässt sich dazu nach unten öffnen. Immer neues Zubehör für die mittlerweile 3 parallelen Rettungsversuche erreicht die Atacama-Wüste. Darunter auch die Röhren, mit denen der Rettungsschacht ausgekleidet werden muss, um ein Verkanten der Kapseln beim Heraufziehen ans Tageslicht zu vermeiden. Wir werden ab sofort keine neuen Videos der Bergleute mehr nach oben schicken. Für die Rettungskräfte ist das ein zusätzlicher Aufwand, der sie von ihrem eigentlichen Ziel abhängt, nämlich sich vorzubereiten auf die Bergung. Der kanadische Ölbohrer RIG 421 ist in einer Tiefe von über 100 Meter angelangt. Er bohrt als einziger der 3 Bohrer mit dem Idealdurchmesser. Unterdessen wurde für die Kinder der Kumpel eine Behelfsschule eingerichtet. Zusammen mit ihren Müttern kampieren die Kinder im Zeltlager in der Nähe ihrer Väter.